Hi. Wir sind gerade zum Skifahren in der Schweiz und schauen uns hier die Skigebiete an. Und heute starten wir in Arosa-Lenzerheide. Wart ihr schon mal hier zum Skifahren? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten nehmen wir euch gleich mit rauf auf den Berg. Arosa ist, dass man hier auch mit dem Zug hinkommen kann. Da unten steht einer. Das ist vor allem für all jene empfehlenswert, die nicht so auf enge, kurvenreiche Straßen stehen. Denn die Anfahrt war so ein kleines Abenteuer, muss ich sagen. Wir düsen jetzt direkt nach oben und da suchen wir mal einen Pistenplan und stellen euch dann das Skigebiet vor. Ich muss mich ganz schön strecken. Das ging eigentlich ganz flott, finde ich. Und schaut euch mal diese Aussicht an. Wir sind heute bei Kaiserwetter unterwegs, mitten in dieser krassen Bergwelt. Wie schön! Absolut. Hier haben wir jetzt auch einen Pistenplan gefunden. Da können wir uns mal einen Überblick über das Skigebiet verschaffen. Insgesamt gibt es nämlich 225 Pistenkilometer, die sich von Arosa bis nach Lenzerheide erstrecken. Und dabei ist das Skigebiet auch sehr, sehr schneesicher. Wir sind heute früh nämlich auf 1700 Meter Höhe gestartet und die Pisten reichen bis auf 2800 Meter hinauf, bis zum höchsten Punkt hier am Papana Rothorn. Den werden wir uns natürlich auch noch angucken. Und hinter der Kamera ist auch Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Es ist ja quasi eine Premiere für uns heute in Arosa-Lenzerheide. Freust dich schon? Ja, sehr sogar, vor allen Dingen auf spektakuläre Aufnahmen. Hoffentlich werden die dann auch spektakulär. Stimmt. Einfach gerade ist. Es sind frisch präparierte Abfahrten. Wir sind nahezu alleine in dem gesamten Skigebiet unterwegs, können dementsprechend auch unsere Schwünge so ziehen, wie wir wollen. Und haben steht so eine gigantische Aussicht überall hin. Das macht echt Freude heute. Waren Arosa und Lenzerheide zwei getrennte Skigebiete und seit 2014 gibt es jetzt hier diese Verbindungsbahn, die da durch diese hochalpine Landschaft schwebt. Das ist die Urdenbahn und die nehmen wir jetzt und düsen darüber. Bester Platz, volle Fahrt voraus. Windig hier auf der Seite. Schön weit blicken nach Lenzerheide runter und da auch auf die andere Seite des Skigebiets. Denn da drüben an den Hängen führen ja auch überall noch Pisten hinab. Da kann man also auch noch Skifahren. Es gibt also einiges zu entdecken hier. Und in Lenzerheide findet auch immer mal der Weltcup statt. Hier gibt es nämlich eine Piste, wo sich schon sämtliche Weltstars runtergestürzt haben. Und zwar sowohl in Abfahrt als auch in Slalom, Riesenslalom und Super-G. Und für uns geht es jetzt aber ganz nach oben zum Papana Rothorn. Ist da oben. Ich
Willkommen am höchsten Punkt hier mittendrin in der gigantischen Schweizer Bergwelt. Und wir sehen auch einige namhafte Gipfelchen. Zum Beispiel liegt in diese Richtung das Aletschhorn, das ist ja über 4000 Meter hoch. Hier hinter mir liegen Piz Palü und Piz Mortaratsch. Und dort in diese Richtung geht es Richtung Arosa runter. Da sind wir heute Morgen gestartet. Und jetzt merke ich, dass sich so mein Bäuchlein langsam bemerkbar macht. Ich glaube, es wird Zeit für einen Einkehrschwung. Was hältst du davon? Das klingt gut. Fahren wir wieder runter. Um zur Hütte zu kommen, sind wir jetzt gerade noch auf der längsten Talabfahrt im Skigebiet unterwegs. Die führt nämlich vom Papana Rothorn über 4,5 Kilometer und 1300 Höhenmeter bis nach da unten hinab. Bringen wir nochmal die Beinchen richtig zum Trennen. No. Ja! Da kehren wir jetzt ein. Yummy! Freu mich. Draußen oder drin? Drinnen, bitte. Okay. Schick. Und schön warm. Ganz weit ans Fenster rutschen. Und schon was gefunden? Ich bin noch ein bisschen überfordert, es gibt richtig viel Auswahl. Den Burger nehme ich. Dankeschön. Ich habe mich für das Tartar entschieden und ich glaube, das war die richtige Wahl, wenn ich mir das so anschaue. Sieht super lecker aus. Und generell ist das Konzept der Motta-Hütte, dass es hier eben so besondere Köstlichkeiten gibt, wie hier das Beef Tartar oder auch den Burger, den Felix bestellt hat. Guten Appetit! Mahlzeit! Die Lifte stehen still und es wird jetzt Zeit, dass die Pisten wieder präpariert werden. Deswegen werde ich da jetzt auf dem Beifahrersitz der Pistenraupe Platz nehmen und mir mal anschauen, wie das so abläuft. Wenn ihr das auch mal machen möchtet, dann könnt ihr da immer mittwochs dran teilnehmen und gemeinsam mit dem Pistenbully-Fahrer quer durchs Skigebiet cruisen. Hallo! Hallo! Nimmst du mich eine Runde mit? Ja, na klar! Auf geht's! Gut, fahren wir los! Dominik, was ist die Maximalgeschwindigkeit einer Pistenraupe? Also wir fahren eigentlich ca. so mit zwischen 8 und 10 km/h. Wir sind nicht so schnell unterwegs. Wie lange dauert das, bis ihr jetzt fertig seid mit der gesamten Präparierung? Ja, also jetzt fahren wir ca. bis 2 Uhr morgens fahren wir jetzt. Wird das nie langweilig? Nein, das ist so ein Traumjob und das wird nie langweilig. Bist du dann tagsüber auf der Piste unterwegs? Nein. Manchmal muss man nur ausschlafen. Ja, manchmal muss man ausschlafen, ja. Jetzt zeige ich euch nochmal, wo wir hier übernachten. Das ist nämlich ein richtig schön gemütliches Hotel, so im Schweizer Stil. Mit natürlich auch einem großzügigen Kamin. Und hier ist mein Zimmerchen. Willkommen, gemütliches Bett. Das Beste ist aber eigentlich da draußen der Ausblick. Habt ihr ja heute Morgen schon gesehen. Gerade schneit es ein bisschen, deswegen sind die Berge nicht ganz so klar zu erkennen. Trotzdem voll schön, oder? Falls ihr weitere Tipps für das Skigebiet Arosa-Lenzer Heide habt, schreibt uns die doch gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt Lust auf Skifahren in der Schweiz generell bekommen habt, dann könnt ihr euch schon auf nächste Woche freuen. Da gibt es dann nämlich noch ein Video aus Davos Klosters. Jetzt freue ich mich über jeden Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.